Hallo zusammen, willkommen zu dem Lösungsvideo zu den Konnektorenaufgaben. Ich hoffe, Sie haben die Aufgaben selbst gemacht und wir gucken uns jetzt mal an, wie die Lösungen so aussehen. Erst einmal ein paar Worte zu den verwendeten Farben. Ich habe wie immer die Verben rot markiert. Dann habe ich hier etwas gelb hinterlegt. Das heißt jetzt hier nicht, dass es Akkusativ ist oder so etwas. Das sind nur die Teile, die dann gerade für diese Aufgabe wichtig waren. Die habe ich dann hier gelb markiert, damit Sie sich besser zurechtfinden. Dann habe ich noch meistens das Subjekt grün markiert. Das habe ich jetzt nicht immer gemacht. Meistens habe ich das nur in den Nebensätzen gemacht, weil wir uns jetzt hier ja verstärkt den Satzbau angucken wollen. Und da habe ich, wie gesagt, hier nur das Wichtigste markiert. Wir schauen uns mal hier die Aufgaben an. Hier gibt es soweit erstmal nichts Besonderes zu sagen. Hier beim zweiten Satz müssen Sie aufpassen. Hier müssen Sie weil nehmen. Man könnte jetzt auch sagen, Sie könnten das jetzt auch mit denn ausdrücken. Dann würde der Satz allerdings anders heißen. Dann würde man sagen, meine Frau nimmt eine Schmerztablette, denn sie hat Schmerzen. Hier ist allerdings das Verb am Satzende. Und wenn es am Satzende ist, dann geht hier nur die Subjunktion weil. Am dritten Satz, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt wenn und als. Als sagt man meistens in der Vergangenheit. Und wenn, das ist eher so etwas, was in der Zukunft passiert. Hier, als ich nach Deutschland kam, hier steht kam, das heißt, es ist in der Vergangenheit geschrieben. Und deswegen müssen wir als benutzen. Falls macht hier gar keinen Sinn. Das würde so viel wie heißen wie ich weiß nicht, ob ich in Deutschland gewesen bin oder nicht. Und das macht hier, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn. Bei diesen Aufgaben wollte ich eigentlich nur etwas zu dem ersten Satz sagen. Und zwar haben Sie ja hier das, ob oder wenn der Chef im Büro ist. Hier in diesem Fall sind Sie sicher nicht sicher, ob der Chef da ist. Und dann müssen Sie ob benutzen. Wenn Sie sich einigermaßen sicher sind, dass der Chef heute im Büro ist oder Sie sind sicher, dass der kommt, dann müssten Sie fragen oder könnten Sie fragen, können Sie mir sagen, zum Beispiel, ab wann der Chef im Büro ist oder um wie viel Uhr der Chef im Büro ist, so etwas. Aber hier, wo Sie gar nicht sicher sind, ob der überhaupt heute kommt, also vielleicht ist er da, vielleicht ist er nicht da, dann müssen Sie hier ob nehmen. Im zweiten Teil der Aufgabe sollten Sie ja Sätze vervollständigen. Ich habe hier in Gelb immer ein paar Beispiele hingeschrieben. Sie müssen jetzt nicht genau dieselben Sätze haben wie ich. Wichtig ist nur, dass Sie das Verb und das Subjekt an die richtige Stelle geschrieben haben. Also hier dieses Gelbe, da kann auch ein komplett anderer Satz stehen. Wir haben hier immer lernst am Ende, also das Verb am Ende und hier bei Nummer 9 muss das Verb auch an die letzte Stelle. Sie können hier wenn oder wann benutzen. Ich finde in dem Fall wann besser, aber das ist egal. Bei Nummer 10 haben wir noch das Wort damit, was ja ein bisschen problematisch ist, wie wir in dem Video davor gelernt haben. Hier können wir vielleicht die Probe machen. Wir fragen einfach mal, warum muss ich Deutsch lernen? Und die Antwort ist dann, damit ich mich mit anderen verständigen kann, also damit ich mit diesen Leuten reden kann. Die andere Version von damit, wo sie sozusagen, ja, wie könnte man sagen, sagen, was sie damit machen, ist hier in dem Fall nicht gemeint. Hier wollte ich etwas zu Nummer 13 sagen. Ich habe hier etwas anderes gemacht und zwar habe ich jetzt hier den Nebensatz an den Satzanfang gestellt, sodass hier der Hauptsatz später kommt. Sie erinnern sich, der Nebensatz ist dann die erste Position und im Hauptsatz muss das Verb hier stehen, also am Satzanfang. Sie zählen also quasi Position 1, während ich telefoniere. Und Position 2 ist dann da, wo das Verb immer hingehört. Das steht dann hier und dann kommt das Subjekt und dann die restlichen Objekte. Im letzten Teil der Aufgabe sollten Sie Sätze miteinander verbinden. Ich habe Ihnen dafür jeweils einen Konnektor vorgegeben, einmal trotzdem und deswegen. Und die Sätze sind auch vorgegeben. Sie müssen hier ein bisschen darauf achten, wenn Sie die Sätze miteinander verbinden,
Hier zum Beispiel haben wir zweimal das Subjekt Thomas, also das ist dieselbe Person. Dann schreiben Sie in dem ersten Satz nochmal Thomas aus und im zweiten Satz benutzen Sie besser einfach ein Personalpronomen, also hier zum Beispiel er. Sie könnten natürlich auch nochmal Thomas schreiben, aber das wirkt hier ein bisschen komisch. Im zweiten Satz ist es anders. Hier habe ich unterschiedliche Subjekte, einmal ich und einmal mein Auto. Hier müssen Sie dann mein Auto und ich natürlich ausschreiben, damit klar ist, welches Subjekt macht in welchem Satz was. Das Gleiche haben wir im letzten Satz hier unten. Ich habe hier zweimal das Subjekt meine Tochter, aber ich benutze das hier, wenn wir die Sätze verbunden haben, nur einmal. Meine Tochter geht nicht in die Schule, weil sie krank ist. Auch hier benutzen wir besser das Personalpronomen und schreiben nicht nochmal meine Tochter, einfach nur damit es ein bisschen besser klingt. Hier oben im zweiten Satz haben wir wieder eine Besonderheit. Wir haben zweimal das Subjekt die Kinder. Ich benutze das aber hier nur einmal. Das liegt daran, dass es klar ist, dass sich hier die Kinder auf das Freibad freuen und dass es auch die Kinder sind, die Ferien haben. Also hier muss man nicht unbedingt nochmal die Kinder hinschreiben oder sie müssen auch nicht hinschreiben und sie freuen sich auf das Freibad. Könnte man machen, muss man hier aber nicht unbedingt. Hier oben haben wir auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dieses könnte uns etwas kochen im zweiten Satz auch etwas weggelassen, weil hier steht könnte und hier vorne steht auch schon könnte. Also wir können jetzt hier hinschreiben, wir könnten essen gehen oder ich koche uns etwas. Das ist sozusagen eine bisschen abgekürzte Version. Oder ich schreibe, wir könnten etwas essen gehen oder ich könnte uns etwas kochen. Das ist ein bisschen länger, geht aber auch, wie gesagt. So, ich hoffe, das hat bei Ihnen gut funktioniert. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag und ruhen Sie sich gut aus.